Eine Herausforderung ist Anfang der 90er Jahre die Sanierung und Elektrifizierung der Saalebahn zwischen Probstzeller und Camburg. Sozusagen unter dem rollenden Rad wird die Strecke für den Elektrobetrieb fit gemacht. Mastgründung an einer dicht befahrenen Strecke. Nicht einfach, aber machbar. Auch die Montage der Oberleitung muss Zug um Zug erfolgen. Die Männer auf dem Fahrleitungsmontagewagen arbeiten sich von Mast zu Mast vor. Montiert und komplettiert werden hier die Ausleger. Dazwischen rollen Gleisbaumaschinen. Ein Gleisstopfzug drückt den Schotter unter die Schwellen. Früher mit der Spitzhacke eine schweißtreibende Arbeit. Heute in wenigen Stunden nur durch eine Maschine erledigt. Vor dem Gleisstopfzug wird geschottert. Im Schritttempo entladen die Schotterwagen ihr wertvolles Gut. Danach kommt die Schotterplaniermaschine zum Einsatz. Sie verteilt den Schotter mit ihren Seitenpflügen bis hin zur Böschungskante. Auf dem bereits fertigen Nebengleis rollt der Planbetrieb. Auf einzelnen Abschnitten kommt ein Gleisjoch-Verlegekran zum Einsatz.